Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die europäische Migrationspolitik lenken. Bei der Analyse dieser Politik finden Sie keine klare Logik. Die dahinterstehende Logik ist nicht erklärbar, wenn Sie annehmen, Europas Regierungen seien souverän und handelten im Namen ihrer Völker. Nehmen wir Deutschland nach dem Krieg, das Wirtschaftswunder. Das Land braucht viele Arbeitskräfte. Und wer wird nach Deutschland eingeladen? Einige Gastarbeiter aus Jugoslawien und sehr viele Türken. Hat das die damalige Regierung Deutschlands gemacht, weil die Türkei im Ersten Weltkrieg an der Seite Deutschlands gekämpft hat? Wohl kaum. Im Zweiten Weltkrieg war die Türkei nutzlos für Deutschland und im Februar 1945 hat die Türkei Deutschland obendrein noch den Krieg erklärt. Sollen das die Gründe für die Einladung der türkischen Gastarbeiter gewesen sein? Nach der gesunden Logik der nationalen Staatsinteressen sollte eine Regierung solche Einwanderer bzw. Gastarbeiter ins Land lassen, welche sich nach Möglichkeit kulturell nur wenig von den Einheimischen unterscheiden sollten, damit sie im Land gut integriert und von der einheimischen Bevölkerung assimiliert werden können. Aber nein, die deutsche Regierung lädt ausgerechnet solche Gastarbeiter ein, die nach 40 Jahren immer noch abgesondert von den Deutschen leben. Und das ist doch milde formuliert. Warum hat die damalige Regierung Deutschlands das getan? Weil sich auf dem deutschen Territorium weniger militärische Bundeswehrstützpunkte als US-Basen befinden. Wenn man sich die Verteilung der US-Basen in Deutschland bildlich vorstellt, sieht es genauso aus wie bei einem Pestkranken. Sein ganzer Körper ist von vielen kleinen roten Flecken bedeckt. Das heißt, die USA haben die europäischen Regierungen gezwungen, die Landesgrenzen zu öffnen und eine möglichst hohe Anzahl an kulturfremden Einwanderern reinzulassen. Dieses Prinzip wenden die USA an. Sowohl früher als auch heute noch werden die EU-Staaten gezwungen, diese Migrationspolitik zu betreiben. Warum tun die USA Europa das an? Ganz einfach, man will das gute alte Prinzip der antiken Römer anwenden, teile und herrsche. Man will, dass alle Gesellschaften atomisiert werden. Es soll keine einheitlichen religiösen, nationalen oder staatlichen Gebilde mehr geben. Hierzu will man auch den Staat als eine rechtliche Institution zerstören. Wir beobachten jetzt die Diskussion im Westen bezüglich des Syrien-Konflikts. Die staatliche Souveränität sei ein veralteter Begriff. Im Falle von massiven Menschenrechtsverletzungen soll es erlaubt sein, in Syrien und auch anderswo intervenieren zu dürfen und so weiter. Die USA sagen zu Syrien, wir sehen, ihr verletzt die Menschenrechte, also kommen wir und wir werden euch bombardieren und es ist uns egal, dass ihr ein unabhängiger Staat seid. Und hierfür können die USA ohne große Mühe eine Provokation als Kriegsgrund organisieren. Wir sehen, dass man den Staat als eine rechtliche Institution weltweit aufheben will. Nationalität und Religion, welche die Menschen vereinen, das will man auch langsam abschaffen. Sogar die Geschlechter will man abschaffen. Man redet bereits von einem übergeschlechtlichen Menschen, der über den Geschlechtern stehen soll, sein Geschlecht frei wählen könne und so weiter. Die Aufgabe, welche die globale Bankenelite sich gestellt hat, ist die Weltbevölkerung zu atomisieren, sie ihren nationalen religiösen Wurzeln zu entreißen. Sie wollen die Menschheit vermischen wie ein Essen. Ihr Ziel ist, dass den Menschen am Ende nur ein Wertmaßstab vor Augen bleibt, Geld. Und dadurch kann man die Menschen dann absolut kontrollieren und lenken, und zwar global.